Es war Montag, ich habe mal wieder Modern Warfare gespielt, wie fast jeden Tag. Ich wollte mal wieder ein bisschen mehr den Multiplayer spielen mit einer Waffe, die ich jetzt nicht so oft im Multiplayer gezockt habe. Ich habe mir die Waffen durchgeschaut, welche Waffe ich jetzt schon länger nicht gespielt habe, bin dann auf die Grau gestoßen, wollte dann mein Klassen-Setup machen, bis ich dann das hier gesehen habe. Und damit, yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen mal wieder auf meinem Kanal zu einem weiteren Modern Warfare Video. Und ja, wie ihr eben schon sehen konntet, es gibt tatsächlich einen neuen Lauf für die Grau. Und ich weiß nicht, wo er herkommt. Ich glaube, gefühlt 99% der Leute, die MW spielen, haben das auch gar nicht mitbekommen, weil eigentlich jeder seine Standard-Grau-Klasse hat und da jetzt nicht großartig was verändert, vor allem in Warzone. Wir haben das Ganze gestern im Stream freigeschaltet, ein bisschen gezockt. Und ich muss sagen, der Lauf ist eigentlich ganz nice. Deswegen zeige ich natürlich auch mein bestes Klassen-Setup und ich zeige euch ein paar Tipps und Tricks, wie ihr das Ganze schneller freischalten könnt im Verlauf des Videos. Und bevor wir jetzt ins Gameplay starten, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und nichts über Call of Duty und allgemein Modern Warfare verpassen wollt, lasst gerne ein kostenloses Abo, da würde mich mega freuen. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns den neuen Lauf für die Grau an. Let's go! So, das ist die neue Grau mit dem neuen Lauf und was viele interessieren wird, ist vermutlich das Ironside und das sieht so aus. Ich muss sagen, sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Natürlich gibt es noch den zweiten Lauf, der diesen Strich hat, der wirklich sehr, sehr präzise ist. Die Grau ist auf jeden Fall auch eine Waffe, die wirklich übertrieben stark ist, deswegen kann ich euch die Waffe auch allgemein nur empfehlen. Ich bin mir auch wirklich relativ sicher, dass die meisten Leute es auch überhaupt nicht mitbekommen haben. Es muss wohl mit Season 5 reingekommen sein, dieser neue Lauf. Aber irgendwie ist das Ganze wirklich komplett untergegangen, weil auch, glaube ich, die meisten Leute sich einfach nur auf die Warzone-Map fokussiert haben, beziehungsweise auch die anderen Sachen aus dem Battle Pass fokussiert haben. So, Vita raus, let's go. Oh, was, der campt da? Oh nein. Ihr könnt mir auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Waffe ihr aktuell am liebsten spielt in Modern Warfare. Zum Beispiel im Multiplayer oder auch in Warzone. Ich habe schon gedacht, der Gegner spielt jetzt mit der Shotgun von der Farmers, weil die zurzeit wirklich absolut lächerlich stark ist. Der Shotgun-Aufsatz von der Farmers tötet Gegner halt auch einfach gefühlt One-Shot across the map in Warzone, was halt einfach absolut krank ist. Hört noch einer gern. Let's go. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Hä? Ja, besser ist es. Was hier? Boah, es macht mega Spaß im Multiplayer mit der Waffe zu zocken. Safe Call. Ja, lass ihn nicht wundern. Ist noch einer? Oh, let's go. Ah! Werde auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen über das Reveal-Event von Call of Duty 2020 reden, was aktuell in Warzone stattfindet. So, let's go. Das Ganze hat ja in Warzone so wirklich begonnen vor 5 Tagen und dort haben wir das erste Easter bekommen, beziehungsweise den ersten Code in den Trailer bekommen. Und seitdem haben wir auch wirklich jeden Tag einen neuen Code bekommen, um Locations zu öffnen, wie zum Beispiel den Bunker oder halt auch einfach kleine Hütten, die auf der Map verteilt sind. Wir bekommen ja auch jeden Tag einen Trailer, der ungefähr 20 Minuten geht und das ist halt auch einfach wirklich heftig. Denn jeder Trailer beinhaltet einen Code, der sich allerdings Tag für Tag auch ändert. Das heißt quasi, der Trailer vom ersten Tag hat sich jetzt quasi schon 4-mal verändert. Es gibt 4 verschiedene Codes alleine vom ersten Tag und das Ganze wird natürlich auch dann so lange weitergehen, bis wir dann irgendwie das Easter lösen können. Das heißt, wir haben auf jeden Fall eine Menge Zahlen. Das Ganze müssen wir dann irgendwie mit einem Chiffrensystem bzw. mit so einem 4-Tabellen-System lösen. In jedem Bunker oder in jedes Gebäude, in das wir seit dem Easter Egg rein können, gibt es auf jeden Fall Dokumente, die wir sammeln müssen, um am Ende dann den Code herauszufinden bzw. um auch einen Satz herauszufinden, der dann im Endeffekt uns weiterbringt zum Release von Call of Duty 2020. Hä? Ich dachte, er lebt noch. Das Video lade ich ja auf jeden Fall auch am Mittwoch hoch. Das heißt, quasi heute wird irgendwas passieren. Entweder werden wir das Easter Egg lösen und wir werden irgendwas bekommen. Irgendwas wird heute auf jeden Fall passieren. Entweder wird das Easter Egg gelöst und wir bekommen den nächsten Hinweis auf COD 2020 oder wir bekommen heute schon den Trailer, was wirklich übertrieben nice wäre. Wir sind natürlich auch wieder live, deswegen checkt gerne den Livestream ab. Könnt ihr auch auf meinem Kanal finden, denke ich mal. Wir werden um die Uhrzeit, wenn dieses Video online kommt, auch, denke ich, schon live sein. Ich weiß es nicht genau. Bevor es jetzt weitergeht, wir gucken uns erstmal den Lauf an. Es geht um den FSS 11,8 Zoll Squall-Lauf. Der verbessert die ZV-Geschwindigkeit, allerdings verringert er die Kugelgeschwindigkeit. Wenn man sich die Statistik anschaut, sieht man, dass die Reichweite ein bisschen verringert wird, allerdings die Mobilität noch ein bisschen nach oben geht. Also wir hatten ja auch diesen Drifter-Lauf, der wirklich sehr, sehr heftig direkt im Nahkampf oder auf ganz kleinen Maps zu Shipment ist. Aber ich muss sagen, dieser FSS 11,8 Zoll Squall-Lauf ist auf jeden Fall sehr, sehr nice für Maps wie zum Beispiel Shootouts, weil man die Gegner auf mittlere Distanz gut holen kann und natürlich auch immer noch eine Chance hat im Nahkampf, deswegen wirklich sehr, sehr nice. Alles, was ihr hier machen müsst für den Lauf, ihr müsst in 5 Spielen 3 Abschüsse aus nächster Nähe machen, das heißt quasi, ihr müsst direkt im Gegner stehen. Das ist auf jeden Fall die Klasse, die ich gestern benutzt habe, um die ganzen Abschüsse aus nächster Nähe zu machen. Mit Monolith, dem ersten Lauf, dem 5mW-Laser ohne Schaft und das 50-Schuss-Magazin. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach nochmal ganz kurz, wie das Ingame funktioniert. Wir sehen uns in der Runde, let's go!
So, das war zum Beispiel auch ein Abschuss aus nächster Nähe. Also wirklich, ihr müsst schon relativ nah am Gegner sein. Hä? Okay, das war auf jeden Fall auch wieder ein Abschuss aus nächster Nähe. Das auch. Das auch. Das Ganze müsst ihr dann dreimal in der Runde machen und dann fünfmal wiederholen. Dann habt ihr diesen Lauf freigeschaltet. Es gibt natürlich auch viele Leute, die wirklich gar keinen Bock auf dieses Event haben, die sich einfach nur sagen, gib mir diesen scheiß Trailer, ich will zocken. Ist natürlich auch ein bisschen verständlich, weil wenn man das vergleicht mit letztem Jahr, wir hatten in der Zeit einfach schon die Alpha und haben Modern Warfare theoretisch schon zocken können. Man darf halt auch nicht vergessen, dass 2020 absolut kein normales Jahr ist und ich denke mal, die meisten Spieleunternehmen bzw. auch allgemein Firmen auf der ganzen Welt haben einfach komplett Probleme bzw. hatten dieses Jahr wirklich sehr, sehr viele Probleme. Natürlich wäre es mir persönlich auch lieber, wenn ich jetzt schon den Trailer sehen könnte, wenn ich jetzt schon das neue COD zocken könnte. Ich sag mir halt auch einfach so, wenn es jetzt so ist, dass sie es noch nicht fertig haben, ist es halt so, beziehungsweise sie werden natürlich auch ihre Gründe haben, dass ich jetzt noch nicht releasen bzw. noch keinen Trailer raushauen. Vielleicht kommt das Ganze ja heute, wenn ich das Video hier droppe. Aber allgemein zu dem Event muss ich sagen, es ist wirklich sehr, sehr nice. Gute Idee. Ja, auch wenn das Ganze jetzt nicht unbedingt was für jedes Jahr ist, also nächstes Jahr können sie gerne einfach wieder mal einen Trailer direkt raushauen. Schreibt mir wirklich gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, was findet ihr besser, ein Teaser-Event oder halt einfach direkt den Trailer zu bekommen. So. Camper hassen diesen Trick. Schade. Okay, ich hab die Flagge. Okay, wir rennen jetzt einfach durch die Claymore. Okay, da wird noch einer kommen. Let's go. So, jetzt gibt's noch das Klassen-Setup und noch ein kleines Fazit zum Lauf, der jetzt neu gekommen ist. Bei der Mündung spiele ich den Monolith-Schalldämpfer für die effektive Reichweite. Die Rollschalldämpfung ist im Multiplayer ja eigentlich komplett unnötig, da man keine Punkte auf der Karte sieht. Dann beim Lauf spiele ich wie gesagt den FSS 11,8 Zoll Squall-Lauf, der jetzt neu gekommen ist. Dann den taktischen Laser zum schneller reinzoomen, den Kommando-Vordergriff und das 50-Schuss-Magazin. Ihr hättet auch die Möglichkeit 60 zu spielen, aber dadurch ist die Waffe noch ein bisschen unbeweglicher. Hier habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, das Magazin komplett wegzulassen, um noch ein bisschen beweglicher zu sein und dafür halt einfach noch einen Griff drauf zu klatschen oder ein Visier drauf zu klatschen. Im Multiplayer kann man das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr gut spielen. In Warzone habe ich das Ganze auch ein bisschen ausgetestet mit dem Lauf und ich muss sagen, da ist eindeutig der Tempo 26,4 Archangel Lauf wirklich um einiges besser. Man sieht einfach, wie die Reichweite, die Präzision und die Kontrolle dadurch steigt. Oder zum Beispiel der Nexus Lauf, die halt einfach alle viel, viel besser auf die Distanz ausgelegt sind. Aber trotzdem muss ich sagen, ich habe sehr viel Spaß mit dem Lauf gehabt. Allgemein grau kann man eh nichts falsch machen. Testet das Ganze, wie gesagt, gerne mal im Multiplayer und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr wusstet, dass es den neuen Lauf gibt, weil irgendwie gefühlt, auch im kompletten Stream hat keiner das irgendwie so mitbekommen, dass da irgendwie ein neuer Lauf ist. Und wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt, lasst gerne kostenlos Abo, da würde ich mich mega freuen. Und checkt auf jeden Fall auch heute den Stream ab, denn heute wird irgendwas passieren. Wir bekommen Easter Egg oder Call of Duty 2020 wird mit einem Trailer revealed. Deswegen schaut auf jeden Fall unbedingt im Stream vorbei. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Haut rein. Ciao, bis zum nächsten Mal. Peace.